Fassbender. Schön, dass Sie heute hier im Seminar waren. Sie haben ja mit Herrn Psarides schon eine gewisse Vergangenheit und wollen vor allen Dingen mit ihm in Zukunft einiges noch machen. Was denken Sie, was zeichnet Herrn Harald Psarides aus? Harald Psarides zeichnet vor allen Dingen aus, dass er kein Schwätzer ist, sondern ein Macher und Umsetzer ist. Und dass er es einfach versteht, auf seine gewisse Art und Weise die Leute so zu inspirieren, dass sie nicht nur daran glauben, sondern es auch machen werden. Was haben Sie an herausragenden Erlebnissen bisher erlebt, die ihn auszeichnen, muss ich sagen? Und das ist wirklich das charakterisiert ihn. Gibt es ein ganz einfaches Zitat. Es gibt nichts, was er nicht kann, und es gibt nichts, was er nicht anpackt und dann noch umsetzt. Und was würden Sie an ihm ändern wollen? Momentan noch nichts, das werden wir in den nächsten Jahren vielleicht noch feststellen. Aber momentan bin ich sehr zufrieden und er macht das sehr gut. Und was würden Sie an ihm nicht ändern wollen? Seinen Wiener Schmäh, den er zwar nicht in Wien erarbeitet hat, sondern außerhalb von Wien erarbeitet hat, und vor allen Dingen seine Direktheit. Herr Fassbender, vielen Dank für das kurze Interview. Bitte.